Das ist die Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutier und ich freue mich, heute eine tolle Schauspielerin zu Gast zu haben. Ihr habt sie safe alle schon mal gesehen. Ich freue mich. Andrea Spatzek, wie geht's dir und wo bist du? Hallo, danke schön, dass ich dabei sein darf. Mir geht's eigentlich ganz gut, ja. Würde gerne ein bisschen mehr arbeiten, aber es kommt ja bald wieder. Das hoffe ich, ja. Weil das Gefühl meinerseits ist, seit das Jahr 2020 war, sehe ich nicht ganz so viel von dir. Außer du warst natürlich unterwegs in Nepal, darüber reden wir gleich. Aber erstmal nach dem Ende der Lindenstraße, war das dann sehr still oder wurde es lauter? Wie war das bei dir? Nein, ich habe eigentlich gleich am Theater weitergemacht, dort wo ich eigentlich schon in den letzten Jahren auch immer wieder einmal im Jahr gespielt habe. Das war in der Komödie in Düsseldorf. Und das fing eigentlich ganz schön an, nur dann kam Corona und dann mussten wir wirklich mit einem Stück, das schon fertig probiert war, dann fast ein Jahr warten, bis es dann endlich zur Aufführung kam. Und Gott sei Dank ging es dann noch weiter. Also ich habe dann mehrere Stücke gespielt in Düsseldorf und auch in Köln mal kurz so als Abstecher. Und ja, dann war ich zweimal in Österreich, habe bei meinem Bruder, der ist Intendant von den Festspielen oder Sommerspielen in Stockerau, da habe ich gespielt, einmal haben wir gespielt, eine Hommage mehr oder weniger an den, jetzt fällt mir der Name nicht ein, es ist furchtbar, ja, das fällt mir dann irgendwann einmal später ein, das sage ich dann. Und dann haben wir gespielt letztes Jahr Floh im Ohr von Feydeau. Da habe ich die Frau meines Bruders gespielt. Das war nicht das erste Mal, das habe ich schon einmal gemacht vor vielen, vielen Jahren. Da sollte er eigentlich mein Bruder sein in einem Fernsehfilm und dann war er plötzlich mein Mann. Okay, gut, ja. War sehr lustig. Wir hatten eine Bettszene, aber Gott sei Dank nur eine Diskussionsbettszene, sonst wäre das irgendwie nicht wirklich gut gewesen. Und jetzt kennt ja kaum einer die Figur Gabi Zenker so gut wie du. Was meinst du jetzt, 3 Jahre nach dem Ende der Lindenstraße? Corona wird es natürlich auch da gegeben haben. Wie würde es Gabi Zenker heute gehen? Die würde immer noch nichts hören. Also da bin ich echt froh, dass ich dieses Teil jetzt nicht mehr tragen muss. Ich hatte immer da hinter diesem Ohr, hatte ich dann dieses Hörgerät hängen und gut, ich habe das ist sehr oft auch gar nicht mehr gespürt, weil es wäre sehr leicht und so. Aber da bin ich froh, dass ich das jetzt nicht mehr machen muss. Ja, wie wird sie gehen? Ich weiß es nicht. Also so typisch, ich weiß nicht. Vielleicht hätte man sie in der Corona-Zeit sterben lassen. Ich kann es nicht sagen, aber es ist natürlich schade. Es wäre gerade mit diesem Corona, wir hätten so viel auch zeigen können. So viele verschiedene, wir hätten, was weiß ich, die einen wären dafür gewesen, die anderen dagegen, die einen wären gestorben, die anderen wären genesen, die anderen hätten Long-Covid, man hätte da alles Mögliche drumherum zeigen können, aber ist, wie gesagt, es war dann schon vorbei und ja, aber es ist, wie es ist, also ich sag mal so, wir waren immer froh, wenn wir hörten, es geht weiter. Aber wir wussten natürlich auch, irgendwann einmal wird es eben auch den Punkt geben, da wird man sagen, so, jetzt wird nicht mehr verlängert. Wobei wir in diesem Jahr etwas insofern überrascht waren, weil es ja eigentlich hätte weitergehen sollen und eben dann doch nicht ist. Und das war dann nicht so angenehm, vor allem, weil man es im Grunde genommen erst durch die Medien gehört hat und nicht selbst eben von den Machern. Das war abgefahren damals, als die Lindenstraße abgesetzt wurde und ich finde es schade, dass ihr es durch die Medien erfahren habt. Der Name Gabi Zenker, das ist natürlich das Erste, was man denkt, wenn man dein Gesicht sieht. Ist das für dich zwischendurch schwierig gewesen, so eine Identifikationsfläche mit dem Gesicht darzustellen, dass Leute sagen, ah, die Gabi? Oder hat es geklappt mit Gabi sein und Andrea bleiben? Nein, also ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass man mich als Gabi immer noch erkennt. Und es ist im Grunde genommen, wenn man so eine Rolle 34 Jahre lang spielt, und ich war ja wirklich in der ersten und in der letzten Szene Folge drinnen, also ich war ja wirklich durchgängig dran. Ich war, glaube ich, in den zweitmeisten Folgen drinnen. Und natürlich wird man dann mit dieser Rolle verbunden und
Das hindert nur jetzt anscheinend ein bisschen daran, dass weitere Fernsehauftritte folgen, habe ich das Gefühl. Das ist für mich unverständlich. Es ist halt so. Ich kann nichts dafür. Also man wird sehen. Ich bin immer noch geduldig und hoffe, dass dann irgendwann einmal, wenn ich ein gewisses Alter habe, dann auch die Großmutterrollen spielen darf. Jetzt bin ich ja mehr oder weniger so in den Mutterrollen drinnen und fühle mich eigentlich auch wohl. Also es ist nicht so, dass ich jetzt immer irgendwie junge und energische junge Frauen spielen muss, also um Gottes Willen. Also die Zeit ist lang vorbei, das sieht man auch an meinen Falken. Aber ich hoffe, dass das eine oder andere noch auf mich wartet. Das hoffe ich sehr. An welchem Punkt bei der Lindenstraße habt ihr oder hast du denn gedacht, das könnte längerfristig sein? Weil am Anfang hat ja niemand wahrscheinlich gedacht, dass das länger als 3, 4, 5 Jahre geht, oder? Das ist richtig. Das war ein Jahr mit einer Option auf ein zweites. Und dann kamen noch 2 Jahre dazu und noch 2 Jahre und irgendwann einmal ging es sogar in 3er-Schritten vorwärts. Und dann kam bei mir wirklich der Punkt, wo ich mir gedacht habe, ich als Schauspielerin würde ja auch gerne mal Mutter sein. Und wenn ich jetzt nur Theater spiele, dann kann ich mein Kind nie zu Bett bringen. Und bei der Lindenstraße war das natürlich sehr angenehm, weil wir von Montag bis Freitag gedreht haben, manchmal auch Samstag, okay, aber Sonntag war frei, die meisten Abende waren frei und dahingehend war es für mich so ein Zeichen, dass ich mir gedacht habe, wenn es jetzt noch einmal irgendwie so ein Schub weitergeht, dann versuche ich dann doch in der Zeit vielleicht Mutter zu werden, dann bin ich vielleicht irgendwann einmal aus dem Gröbsten raus, also mein Kind ist dann aus dem Gröbsten raus, so dass ich dann gegebenenfalls auch wieder Theater spielen kann. Und genauso ist es gekommen. Also ich bin sehr froh. Und mein Sohn ist ein richtiges Lindenstraßenkind. Der ist nämlich an einem Sonntag um 18.44 Uhr auf die Welt gekommen. Ach, wie schön. Gab es denn auch Jahre, bei denen du gedacht hast, jetzt reicht's, jetzt ist genug Lindenstraße? Oder hast du dich immer so wohl gefühlt, dass du gedacht hast, let's go? Ich habe das wahnsinnig gerne gespielt. Ich bin immer mit Freude zum Drehen hingegangen und es gab eigentlich nichts, was ich nicht gerne gedreht habe. Und es war ganz am Anfang, als mein erster Partner, der Benno Zimmermann, als der ausgestiegen ist, dann habe ich mir auch gedacht, ja, muss ich jetzt auch aufhören, nur weil der aussteigt. Aber dem ist ja nicht so. Das ist ja wirklich, das war ja so ein Selbstläufer, weil es sind Leute ausgestiegen und dadurch haben sich die ganzen Geschichten geändert oder es ist auch mal jemand gestorben und dann ging es natürlich auch nicht so weiter wie geplant. Konnte ja natürlich nicht sein. Also ist es immer irgendwie, hat sich das eben so geändert und plötzlich hatte Gabi wieder einen neuen Partner, den Andi Zenker und so. Und da ist immer weitergegangen. Und ich weiß selbst, dass wenn ich mir, sagen wir, irgendeine Serie anschaue und ich mag die Schauspieler, die da drinnen spielen, und plötzlich hören sie auf, dann kann es sein, dass ich dann die ganze Serie nicht mehr schaue. Und okay, ich gebe zu, ich war da ein bisschen, wie soll man sagen, dass ich mal jetzt irgendwie auf die Schulter geklopft hätte oder so. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der die Serie ganz gerne wegen mir schaut. Und für die Leute bin ich eben gerne dabei geblieben. Ich finde übrigens, deine Stimme hat sich fast gar nicht verändert. Ich würde dich unter Tausenden oder Hunderttausenden erkennen. Ah, okay, die Stimme, aber das Aussehen. Bin etwas breiter geworden, ich gebe es zu. Aber das ist auch meinem Kreuzbandriss geschuldet. Ich habe dann irgendwann mal vor vielen Jahren habe ich mal das Kreuzband gerissen. Dann konnte ich einfach nicht mehr so viel Sport treiben, wie ich wollte. Und schon, ja. Also Andrea, ich finde, du siehst super aus. Danke. Dankeschön. Da trinke ich jetzt was drauf. Es ist nicht lange her, da warst du unterwegs in Nepal für wir24.tv zusammen mit der Moderatorin Biggi Lechtermann. Das war ein Erlebnis von der gleichen, nehme ich an, oder? Das ist richtig. Und ich rede auch immer noch sehr gerne drüber. Ich habe Freunde besucht in der Nähe von München und habe denen mit Begeisterung davon erzählt, weil es einfach etwas war, was man nicht immer geboten bekommt. Also das war eine sehr, sehr schöne Reise. Es war eine Objektreise, also Projektreise für Handicap International. Und wir haben Projekte besucht
In Kathmandu, in Bhaktapur, in Timi, in Gorkha, in Dading. Wir waren im Chitwan Nationalpark und haben dort in der Nähe auch eine Schule besucht und so weiter. Also es war faszinierend. Es war sehr gut zusammengestellt und super betreut. Und das Wetter war einmalig und es war einfach faszinierend. Wie ist das nach Hause kommen nach so einer Reise? Man kann es einfach nicht glauben, dass man das alles erlebt hat, was man in dieser kurzen Zeit erlebt hat. Alleine wenn man jetzt so mal anfliegt und man sieht die Himalaya-Kette, man sieht diese weißen Berge und man kann das eigentlich gar nicht richtig fassen. Man könnte im Grunde genommen die ganze Zeit mit der Nase an der Scheibe kleben und alles aufsaugen. Und wenn man dann zu Hause ist, ich habe jetzt auf meinem Balkon diese Gebetsfahnen hängen. Die habe ich mir da einfach mitgebracht aus Nepal. Und die hängen jetzt bei mir am Balkon und flattern schön im Wind. Und ich komme mir immer vor, als wäre ich irgendwo dort auf dem Berg. Na, es ist, man wird auch, wie soll man sagen, genügsamer. Man wird ruhiger, gelassener. Wir waren ja auch beim Rinpoche. Rinpoche, das ist ein Titel für einen nicht-tibetanischen Lama, also eine sehr hohe Ehren- oder Würdenträger. Und das war faszinierend. Der hat eben über das eigene Empfinden gesprochen, über den Stress, den man hat, den man sich selber macht und wie man am besten vom Stress wieder wegkommt und so. Und das war schon sehr ergreifend. Und dann nimmt man schon ein bisschen was mit und wird etwas ruhiger und nimmt nicht alles so wichtig. Ich freue mich, dass du das erleben konntest. Das ist ja, sehr, sehr schön. Ja, freue ich mich auch wirklich, muss ich dazu sagen. Erzähl mir doch bitte noch, wie war der allerletzte Drehtag bei der Lindenstraße? War das ein Fest der Freude oder eher der Trauer? Ich habe ja einige letzte Drehtage von Kollegen mitgekriegt. Und natürlich ging dann immer das Geheule los, weil man dann wusste, so, das war jetzt der letzte Drehtag für diese eine Serie. Und ich habe mir extra meinen Sohn mitgenommen ins Studio, weil ich mir gedacht habe, ich brauche ihn als Anker, an ihm kann ich mich quasi so festhalten. Und ich habe ja sehr nah am Wasser gebaut. Und wie man ja auch in der Lindenstraße gesehen hat, Gabi hat ja sehr oft geheult und geweint und wurde auch in irgendwelchen Comics immer wieder so mit einer Träne im Auge gezeigt. Und es sind ja auch in ihrer Familie alle möglichen Leute gestorben. Benno Zimmermann ist gestorben, die Mutter Rosi ist gestorben und so weiter und immer. Man hat mir nur noch irgendwie ein Bild hinhalten müssen und schon sind die Tränen geflossen. Und so war es natürlich. Der letzte Drehtag war für mich dann auch, und ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, ich werde Rotz und Wasser heulen. Ich werde wahrscheinlich die letzten Szenen überhaupt nicht richtig drehen können. Aber wie es immer so ist, wenn man glaubt, es ist so, ich war sowas von überdrüber, dass ich ganz cool war. Ich habe auch dann noch so eine kleine Rede gehalten, sind keine Tränen geflossen. Das Einzige, als ich mich bei meinem Sohn bedankt habe, da war ich knapp davor, aber ich habe dann gerade noch die Kurve gekriegt und habe es wirklich ohne Heulen geschafft, weil man eben in einem so emotionalen Ausnahmezustand ist in so einer Situation. Also entweder es brechen gleich alle Dämme oder es geht eben so ab, dass man wirklich fast neben sich steht, sich beobachtet und einfach auch dann natürlich hofft, dass man es halbwegs mit Würde hinter sich bringt. Aber es war super, es war wirklich ganz toll. An alle Menschen, die das entscheiden können da draußen, holt sie bitte wieder in Serien und Filme, denn ich freue mich immer, sie zu sehen. Andrea Spatzek in der Web-Talkshow, vielen Dank für deine Zeit. Danke, ich habe mich sehr gefreut. Es war sehr angenehm und sehr kurzweilig. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Du hast jetzt sogar noch eine schöne Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal sagen wolltest. Du hast aber noch einen Moment Zeit,
darüber nachzudenken. Für euch da draußen gilt, wenn ihr jetzt denkt, Lindenstraße habe ich ja noch nie gehört, dann herzlichen Glückwunsch, und wart ihr die letzten Jahre. Aber wenn euch das mal interessiert, was das für ein Monstrum ist, googelt das mal, weil das war so krass TV-Geschichte in Deutschland. Das war wirklich nahezu ein Schock, als damals rauskam, das wird abgesetzt. Unfassbar. Wir sehen uns wieder zur Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutier und jetzt die heutigen Abschlussworte von Andrea Spatzek. Bis dann. Dafür werden mich jetzt viele Leute nicht mögen. Aber eines würde ich ganz gerne sagen. Bitte, liebe Radfahrer, schaltet, wenn es dunkel wird, das Licht ein. Vielen herzlichen Dank.